hat es uns natürlich alles aufgegangen, muss ich sagen. Wir haben sie mit dem Service ziemlich unter Druck gesetzt, sie haben viele Fehler gemacht. Ich glaube, ich würde sagen, das war eindeutig das beste Match, was wir heuer in der ganzen Saison gespielt haben. Wir sind, glaube ich, echt an unser Limit gegangen. Am Schluss ist bei mir vielleicht ein bisschen in der Nervosität gegangen, oder ich weiß es nicht. Es hat nicht immer ganz so leicht das Umbringen. Ja, es ist schade, aber ich glaube, wir haben eindeutig gezeigt, dass wir das genauso drauf haben wie die. Ja, man sieht eben da, man gehört zu den Top 8 der Weltspitze in unserem Alter. Und das motiviert eigentlich schon. Und auch wenn man sieht, dass man gegen Russinnen, die was nur Beach trainieren und wirklich viel Zeit da investieren in den Beachvolleyball, so knapp verliert, das motiviert eigentlich schon, ja. Und ich glaube, generell aus dem ganzen Turnier kann man viel Erfahrung mitnehmen, weil es ist einfach ein anderes Feeling, da dabei zu sein, und da ist die Anspannung vielleicht doch ein bisschen größer, und beim nächsten Mal kann ich sagen, ja, ich habe da auch schon gespielt, und dann kann ich da ein bisschen anders einigen. Und ich habe gegen die Russinnen einen Satz gewonnen und 16-14 im dritten verloren, die Europameisterinnen sind und ein bisschen auf der Welt da spielen und doch schon einiges erreicht haben. Und die Stimmung war einfach gewaltig und also wirklich geil zum Spielen. Ja, ich glaube, Olympia ist für jeden ehrgeizigen oder leistungsorientierten Sportler irgendwo das Ziel. Und ich meine, sicher, wenn es es ergibt, es ist sicher der größte Wunsch, da teilzunehmen.